Hallihallo, ich bin euer Steffen von Vegane Zeit. Ich probiere jetzt mit diesem Video hier mal etwas noch Neueres aus von meiner Videoreihe. Schreibt mir einfach mal unten drunter, wie ihr dieses Video hier findet. Ich fahre jetzt erstmal zum Cyberstore oder wie der Laden heißt, im Schlossstraßensender in Steglitz, Berlin. Und zwar kaufe ich mir hier, deswegen stehe ich hier vom Spiegel, hier einen neuen Halter, und zwar einen Gorilla-Pod, damit ich bessere Videos machen kann. Mit dem Autofokus muss ich mich auch mal wieder ein bisschen beschäftigen. Mal gucken, was es wird. Ich nehme euch einfach mal mit und wie gesagt, schreibt mir mal unten drunter, wie ihr dieses Videoformat findet. Eine lange Fahrt. Der Laden heißt Cyberport, also lag ich doch ziemlich richtig. Erstmal durch den Primark durch. Ich mag den Laden eigentlich überhaupt nicht. Nichts wie raus hier. Jetzt habe ich mir das Teil gekauft. Liegt echt cool in der Hand. Ich hoffe, man kann es sehen. Jetzt mal scharf stellen. Coole Sache. Jetzt geht es erstmal nach Hause. Dann wird mal geguckt, wie das Ding steht. Ich bin jetzt zu Hause angekommen, ich bin bei uns vor der Haustür auf den Spielplatz gegangen, wollte das Teil jetzt einfach mal ausprobieren, ob das Teil steht. So habe ich mich ja vorhin ausgedrückt. Um das euch mal kurz zu zeigen, hier mit der anderen Kamera. Das ist echt absoluter Wahnsinn. Also, ich bin begeistert. Jetzt kommt das heutige Thema, und zwar Vitamin B12. Wie man einen Vitamin B12-Mangel feststellen kann. Viele Ärzte machen das dann einfach so, dass sie einfach nur einen stinknormalen Bluttest machen. Das ist aber falsch. Wenn man einen stinknormalen Bluttest macht, also wirklich ganz normal, auf nichts Besonderes testet, dann wird einfach allgemein B12 im Blut getestet. Es gibt aber ein inaktives und ein aktives B12. Der stinknormale Bluttest, der unterscheidet nicht zwischen dem aktiven und dem inaktiven, sondern er misst einfach nur, wie viel B12 im Blut vorhanden ist. Das kann natürlich ein Problem geben, wenn ihr nur oder so gut wie nur inaktives B12 in eurem Blut habt und ganz, ganz wenig aktives, dann nützt euch das wirklich gar nichts. Deswegen müsst ihr unbedingt darauf achten, wenn ihr einen Bluttest machen lasst, dann lasst den Holo-TC-Test messen. Das ist das Holotranscopalamin. Darüber hinaus gibt es noch einen anderen Test, und zwar einen Blut- und Urin-Test, wo man den MMA-Wert misst. Das ist die Methylmalonsäure. Diese Säure wird eigentlich vom aktiven B12 abgebaut. Das heißt, habt ihr einen hohen Säuregehalt, also einen hohen Methylmalonsäuregehalt, dann bedeutet das, ihr habt einen B12-Mangel. Es gibt auch einen Urin-Test, den könnt ihr bei Amazon bestellen. Den kann ich euch gerne unten verlinken. Den werde ich, denke ich mal, auch mal die Tage ausprobieren. Da pinkelt man rein, also das ist ein Urintest, den schickt man ins Labor ein und die schicken einen das zurück. Inwiefern das abläuft, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich denke halt einfach mal, man bekommt so eine Richterskala wie beim Bluttest eben, Höchstgrenze, Mindestgrenze. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bei der Methylmalonsäure eine Mindestgrenze gibt, aber eigentlich bedeutet das ja, umso weniger Methylmalonsäure man im Körper hat, umso mehr B12 ist aktiv, und man kann eigentlich B12 nicht übersupplementieren. Also man kann davon nicht so viel im Blut haben. Von daher sollte es eigentlich keine Mindestgrenze geben, sondern nur eine Maximalgrenze. Und wenn halt der Wert erhöht ist, wisst ihr, ihr müsst mehr aktives B12 zu euch nehmen. Wenn ihr einen B12-Mangel habt, würde ich euch empfehlen, greift auf Lutschtabletten oder auf Sprays zurück. Eben aus dem Grund, dass es im Mund zerfließt, und im Mund wird das B12 bereits schon durch die Schleimhäute, durch die Drüsen aufgenommen, und so geht es direkt ins Blut. Weil es heutzutage einfach das Problem ist, wenn wir jetzt zum Beispiel B12 aufnehmen und es runterschlucken, und es soll erwartungsgemäß, wie bei B12-Kapseln zum Beispiel, erwartungsgemäß über den Darm aufgenommen werden, funktioniert das natürlich nur sehr gut, wenn unser Darm absolut perfekt in Ordnung ist. Was bei unserer heutigen Lebensweise, bei unserer heutigen Ernährung einfach kaum noch der Fall ist. Also nur noch ganz, ganz wenige Menschen haben wirklich einen perfekt funktionierenden Darm, so wie er eigentlich funktionieren sollte. Von daher ist es immer besser, auf B12-Sprays oder auf B12-Lutschtabletten zurückzugreifen. Ich kann euch auch mal ein paar Sachen unten verlinken. Dann hoffe ich, ich habe euch mit dem Video geholfen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Auch mal einfach um eine Info unten reinschreiben, wie euch dieses Follow Me Around, also Vlog, gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.